Okay, Leute, da sind wir wieder. Beim Walkthrough für Dark Souls. Ich bin ein bisschen traurig. Ich werde euch im Laufe des Spiels erzählen, was mir alles passiert ist heute. Das Wichtigste vorweg, ich habe Daten verloren auf meinem Rechner beim Aufnehmen. Sprich also, ich werde euch nicht wirklich alles zeigen können, was ich heute gemacht habe. Das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen bin ich ein bisschen angefressen. Ich möchte jetzt aber trotzdem Sensfestung machen, weil ich bin vorbereitet, mehr oder weniger. Vorbereitet in dem Sinne, dass ich ein paar Dinge noch gemacht habe vorher, um mir das Ganze hier zu erleichtern. Und was ich auch noch machen will, ist, ihr seht schon oben im Chat, da sagt der Erste schon, es liegt. Das ist einmal der Triumph. Der ist hier, den nehmen wir einmal mit. Und dann ist mein großer Freund Fushi auch dabei. Der sollte eigentlich auch gerade gleich legen. Ich sage dir nur kurz, dass ich da bin. So. Ja, was habe ich heute gemacht letztendlich? Ich war ein bisschen heute PvP-technisch unterwegs. Das heißt, ich habe mir heute auf jeden Fall in dem einen Covenant den einen Ring verdient. Ups, wo ist er? Da sind die Ringe. Hier, Ring des Nebels, den hatte ich immer angekündigt. Dann habe ich eine graue Scholle gefunden und ich habe beim Farmen noch ein paar graue Brocken gefunden. Wobei ich bin ein ehrlicher Typ. Ja, nee, den will ich nicht. Also ich hab ein paar graue Brocken beim PvP gesammelt, aber dieses PvP im Finsterwurzgarten, das ist eine Katastrophe. Sorry. Da laufen echt, ich sag's jetzt wie es ist, wirklich nur Vollidioten rum. Wenn ihr da rumlauft, ja, und ich euch getroffen habe, was ich nicht glaube, dann könnt ihr euch hiermit sicher sein, dass ich nicht die größte Meinung habe von euch. Nein, Quatsch. Nicht persönlich nehmen sowas, ne? Sondern es ist einfach immer frustrierend. Immer kommt rein, man verbeugt sich, ja. Man versucht mit den Leuten halt ein bisschen auch irgendwo ein faires Spiel aufzubauen, ja. Und was passiert? Es ist immer eine 1 gegen 2 Situation. Also wirklich seltenst, ja. Dass ich Kämpfe da gewonnen habe, weil immer die Leute auf einen nur warten da drinnen zu zweit, ja, und dann springen sie auch direkt auf einen drauf und das war's, ja, und das ist einfach, das macht keinen Spaß. Nichtsdestotrotz, ich habe ein paar graue Brocken gekriegt, ich habe auch eine graue Scholle irgendwo gefunden gehabt, das hätte ich euch alles in den Videos gerne gezeigt, wie gesagt, meine Daten sind futsch. Ich habe aber auch ein bisschen, bin ich ein bisschen frei und flockig mit meinen, Menschlichkeit heute umgegangen, hatte auf einmal nichts mehr und dann kam hier die Idee auf, dass wir hier eigentlich mal zusammen was machen könnten. Also Triumph, Fuji und ich. Und jetzt hat mir der Fuji freundlicherweise vorher 10 Menschlichkeit gegeben und ich habe ihm gesagt, hier, mir fehlt einfach nur noch so ein grauer Brocken. Ich habe den ganzen Tag PvP gemacht, ich habe es leider nicht hingekriegt. Bisher, der ganze Tag ist verkehrt. Ich habe vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde rumgespielt vorhin, habe das auch alles aufgenommen, aber leider alles defekt. Und dabei ist mir halt, hat er mir das jetzt gegeben. Das heißt, ich zeige euch kurz mein Equipment. Ja, ich habe jetzt hier, ganz geil, ein Blitzschwert plus 5. Das ist cool, ne? Also das ist wirklich super equipped für den Anfang. Dann, was ich euch auch leider nicht zeigen kann, ich habe jetzt ein paar Zauber mit, ich habe den Chaosfeuerball dabei, ich habe ein paar Feuerbälle dabei und die große Verbrennung. Ich habe mir das unten in Schandstadt geholt. Ja, und jetzt wollen wir hier ein bisschen locker flockig rein. Also, willkommen in Sens Festung. Ja, ist es, sag ich mal. Bis auf dieses Geschaukel hier, ne, ist das ein ganz witziges Gebiet. Aber hier muss man auch nicht allzu viel machen, man muss ein bisschen aufpassen, das ist alles. Hat man halt immer wieder diese Schlangenjungs, ne? Man muss halt mal ein bisschen locker bleiben bei denen. Aber mit einem 5er Blitzspeer, ja, was soll da passieren? Wenn man hier runter geht, da kommt man zu so einem Geheimboss, beziehungsweise zu dem Boss, der Sens Festung geöffnet hat. Wir werden uns mal den Weg darunter suchen.
Ich glaube, man kann auch einfach irgendwo da runterspringen. Ich habe mich jetzt heute mal hier für das etwas dickere Schild entschieden, weil das auch eine sehr gute Abwehr hat. Sorry Jungs, falls ich euch... Vorsicht, Falle! Moment. Okay, die Sachen hier, die haben wir ja schon gelootet letztendlich, ja. Deswegen, wir gehen ja jetzt einfach weiter. Ihr wisst ja, ich war ja mal hier drin, hab das Blitzspeer geholt. Da unten den Kerl, den kennen wir auch schon. Wir gucken trotzdem mal, wir gehen mal kurz hier eine Stufe runter. Weil den hier, den wollen wir auf jeden Fall mal Hallo sagen, den Bengel. So, der wäre schon mal weg. Der wird später so oder so erschlagen. Ja, weil wir werden nachher eine Kugel umlenken, damit sie hier da hinten reinschmettert. Da können wir nämlich einen Zauberer befreien. Das werden wir nachher noch tun. Selbstfestung ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht das schönste Gebiet, um jetzt irgendwie hier wirklich locker flockig rumzulaufen. Vor allem nicht im Koop. So, da unten ist ein Item, aber ich höre schon eine Kugel kommen. Fushi, geh da mal, komm mal lieber rein, Schnucki. Da ist sie. Habt ihr sie gesehen? Vorbeigerauscht. Okay, da unten war ein Item. Wo war's? Hier noch nicht. Weg! Oh. Ich bin immer gleich so panisch. Wo ist es denn? Da sitzt nämlich der da. Da ist es. So, halt. Oh, sehr schön. Finstergeist. So, hier findet man ein Shotel. Die Jungs da oben können sich mal um den Finstergeist kümmern. Ich mache mal hier ein bisschen Spaß. Ne? Die haben das ja drauf. Ja? So. Die können natürlich auch mit mir hier runterkommen, aber keine Ahnung. Okay, hier sind natürlich auch ein paar Jungs, mit denen man sich erstmal auseinandersetzen muss. Den erkennen wir, der hat vorher da vorne gehockt. Wo ist eigentlich Fushi, der gute Meister? Der soll mal runterkommen. Ja, da oben kommt der böse Finstergeist, ja, und dann guckt er doof. Ja. Also ihr seht mit dem Blitzspeer plus 5, ratzi fatzi, ne? Ich könnte es natürlich ein bisschen anders spielen. Ja. Irgendjemand ist gerade gestorben. Ja. Warum ist er auch nicht runtergekommen? Ich hab's ihm gesagt. Ja. Okay, wir reden mal mit dem hier kurz. Wir holen den wieder. Ja. Sofern er will. Mit Sigma ja hier. Against the wall, or a ball to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough to be out running those things. So here I sit, in quite a pickle, but who knows? We have another development. Also mit dem guten Mann hier unbedingt quatschen, ja? Perhaps I could try some rolling, but no chance. My head is spinning. Mit dem kann man nachher auf jeden Fall noch eine Questreihe machen. Okay, er wiederholt sich. Dann lassen wir mal wieder gehen. So, den werden wir nachher nochmal treffen. Okay, wir gehen jetzt nochmal an den Anfang. Holen unseren Freund. Für mich hier ganz... Wie geil, ja. Flatsch, hat mich das erschreckt, ja. Na du. Na, dann ist doch der Finstergeist ein paar Punkte gegeben, ne? Seht ihr, was Fushi nicht hinkriegt, ne, macht dann einfach Triumph. Ne? So muss das auch sein. Da, ja. Ja, komm. Lass mal. Leute, ja, da. Und, und ich bin auch kaputt. Das ist es.
Das ist es, ne, wenn die Leute einfach nur dumm im Weg rumstehen, ja, und erstmal feiern, ja, dass sie den Finstergeist besiegt haben. Einfach zockel, Leute, ja. Okay, kein Beinbruch, Menschlichkeit rein, Aushöhlung umkehren, wir sammeln die beiden vorne wieder ein. Ich hoffe, das klappt jetzt alles schön flockig, ohne Probleme. So. Also das ist hier, ne, immer mal schnell ein Backstep reingestreut, ne, also das geht schon gut. Immer schön locker bleiben, rein mit und schwupp, so, da hinten haben wir die Jungs. Zumindest einen von beiden sehe ich schon mal. Triumph habe ich. Und was ist das für einer? Fuji ist jetzt aber kein Goldzwerg geworden, oder? Oder doch? Nein, das ist er bestimmt nicht. Ja. Wobei es reizvoll ist, so Leute zu rufen, weil dann kriegt man Sonnenlichtmedaillen, wenn man das hier erfolgreich abschließt. So, Fuji, nein, komm, leg ab. Leg dein Eid ab. Schwein, fahr mal drin. Hallöche. Ja, Sens Festung ist schon ein Trip. Also wirklich für Koop so richtig toll geeignet eigentlich nicht, ne? Weil man hat halt immer wieder diese schmalen Stege, man sieht es, ne? Dann blockiert man sich, stört sich so ein bisschen. Aber ist egal. Zusammenspielen macht einfach mehr Spaß. Ja, und ja. So. Ja, Triumph, was soll ich sagen? Ja, ich meine, da stehst du einfach, ne? Einfach so fett in der Gegend rum, ne? Ich versuche da vorbeizukommen, ne? Ja. Und dann hat man den Salat, ja. Ne? Ah ja, gut, was willst du machen? Ja. Solange du jetzt einfach ordentlich performst, ja. Und schön alles wegschmetterst, habe ich doch nichts dagegen. Ja. Ich bleibe jetzt einfach im Hintergrund, ja, und du machst das. Ja, den Invader gekillt, na und? Ja. Gesehen haben wir es nicht, ist nicht auf Video. Wahrscheinlich ist der Typ irgendwo runtergehüpft und du möchtest jetzt erzählen, das wäre dein Kill gewesen. Nee. So einfach machen wir uns das nicht. Ja. Da ist ja mein Lieblings-Samurai. Du Fuji, kommt Jungs, geht vor. Ja, ihr geht vor, ich guck zu. Ich muss nämlich quatschen und spielen, das ist doppelt so schwer. Ja, ihr sitzt da, trinkt ein Bierchen, ja, und habt sonst nichts zu tun. Ja. Lala. Man könnte eigentlich mal den Weg da runter suchen, weil da unten sind noch so ein paar Titanit-Dämonen. Ja. Ich glaube, es gibt eine Stelle, da kann man eigentlich runterhüpfen. So. Ich muss aber Fuji gleich mal fragen. Mich schreibt ihr ständig einen Kerl an, dass er irgendwie mitmachen will. Da oben muss ich mir auf jeden Fall erst noch meine Leiche holen. Ja, da wäre. Ja, schön, schön laufen. Schnell, schnell, schnell. Gut. Das ist eigentlich ganz geil, wenn man das hier im Koop macht. Ja. Vorhin habe ich gesagt, das taugt nichts. Ne? Ist egal, ich ändere meine Meinung sekündlich. Das ist immer ganz geil, wenn man das hier im Koop macht. Ne? Da kann immer abwechselnd die Leute vorschicken. Ja, und die einfach schon mal alles erledigen lassen. Ja, und ich krieg einfach die Seelen. Ich finde das voll geil. Das ist bei mir wie auf der Arbeit. Da arbeiten auch immer andere für mich. Ja, man muss es halt im Griff haben. Ja. So, Seelen haben wir. Hier drin ist nichts mehr. So, braucht der Heal? Ah ja, komm. Ach, jetzt haut er sich. Naja, gut. Ich finde es klasse, ne, dass die Leute halt wirklich auch ihren eigenen Heilzauber dabei haben. Ich finde es schon cool. So, soll ich den da nochmal machen?